Hallo, willkommen zurück bei Medieval. Ich wollte ja letztes Mal. Ganz kurz. Willkommen im Heldensaal, wo die mutigsten Krieger der Geschichte nach ihrem Tod miteinander singen, feiern und Arm drücken. Wenn ihr euch als ihrer würdig erweist, geben sie euch vielleicht eine neue Waffe in die Hand. Wie es aussieht. Zollt den Helden Tribut, indem ihr euch vor ihre Statuen stellt und auf spirituelle Führung wartet. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, das Spiel, also den Ton synchron zu machen. Das muss ich mir noch genau ansehen. Aber ja, ich werde die Videos trotzdem weiter aufnehmen. Ist jetzt zwar Captain Fortescue, ich bin's, der nicht schlaue so Tim. Wie läuft's in der Schlacht? gut. Ich würde ja zu gerne selbst eingreifen, aber wartet, ich kann euch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben, mit der ihr die Pfeile an Wänden ablenken und so um Ecken schießen könnt. In der Schlacht von Gellermeer habe ich damit auf Zaroks besten Krieger Lord Cador geschossen, als ihr schon tot wart. Ein Volltreffer ins Auge, ja! Nicht, dass ein Augenschuss eine tolle Leistung wäre, Sir. Oh, leb wohl, Sir! Oh. Hier sind 1, 2. Aha. Ja, ich werde mich hier schlau machen. Mit dem Nur ganzen wenn ihr euch wahrhaft Synchron-Ding. Oder als würdiger hoffentlich habt ihr Held vielleicht erweist, ein könnt Bart. ihr zur höheren Ebene dieses Saals aufsteigen. Wenn ihr Wenn ich allen das fixen Helden kann. im unteren Saal gehuldigt habt, verfestigt sich die geisterhafte Treppe. Aber ich hoffe, euch stört das nicht. Nicht so extrem. Wie kommen wir jetzt weiter? Ja. Ja. Ich hoffe, es wird trotzdem ein schönes Video. Also eine schöne Reihe. Weil. Wenn es hier schon ist, dann ist es wahrscheinlich beim normalen Spielen auch so. Und dann glaube ich, dass ich bei der Capture Card irgendwas umstellen muss. Naja. Sehen wir mal. Das soll jetzt erst fixen. Aber naja. Das ist da nicht euer Problem, wenn man es jetzt so sieht. Naja, egal. Ich hoffe, es geht euch gut. Also einen entspannenden Tag. Mein Feind folgt mir also auch noch aus dem Grab. Aber ihr kommt zu spät, Fortescue. Meine Armee ist bereits auferstanden und ihr werdet hier nie herauskommen. Ha! Okay. Okay, ich werde jetzt mal die Webcam hier unten hin. Hier ist ja nichts, was wir sehen müssen. Manche Hindernisse lassen sich mit Keulen und anderen Waffen zerschmettern. Experimentiert etwas herum. Ja.
Ich mach lieber alle Gräber hin. Also jetzt zumindest macht das Game sehr viel Spaß. Ich hätte gerne einen Nostalgie-Faktor. Jesus! Da komme ich noch nicht rein. Vielleicht erst mit einem Hammer oder etwas anderem. Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Keule, einen Hammer. Es gibt ja viele verschiedene Waffen. Diese Felsen zermahlen eure Knochen zu Staub, wenn ihr nicht aufpasst. Ich hoffe, ihr habt einen guten Schild. Denkt daran, dass jeder Treffer die Haltbarkeit des Schilds verringert. Aber lieber der Schild als ihr. Ja, was? Da brauche ich wahrscheinlich auch. Von großem archäologischen Interesse. Zerstört den Felsblock und holt euch die kostbaren Schätze darin. Ja, da brauche ich wahrscheinlich erst einen Hammer oder sowas. Den werden wir leider erst später bekommen. Kann ich da runter? Komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Oder vielleicht doch. Ja. Was ist das? Eine Keule! Aha! Die Keule ist eine primitive. Achso. Die Keule ist eine primitive. Schlag zu! Sitzt! Schlag zu! Brand. Setzt in Brand! Doch Vorsicht! Ein Schlag zu viel und sie zerbricht. Okay. Kann ich das da auch? Nein. Ich brauche dabei nichts. Kaufen muss ich dabei hin, dabei erst einmal nichts. Ich werde jetzt mehr zum Hobby-Archäologen. Zack. Sehen wir mal, was der Tier Nummer 1 ist. Kamera kann ich nicht drehen. Das ist wie der Gargoyle von mir. Was für eine Luft. Wir hassen diese dunklen Höhlen und den fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer. Und obwohl sie schon vor langer Zeit weiterzogen,
steigt uns ihr ekelhafter Geruch heute noch in die Nase. Wow. Muss ich nur schauen. Zellwaffen festlegen. Aber wie nehme ich den? Ah, da kann ich mir Steuerkreuz auch legen. Egal. Ich werde schon nicht drauf gehen. Jetzt. Was muss ich jetzt hier machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht später machen. Tieren. Vielleicht kommen wir später zurück. Oh, wow. Fuck! Und der erste Tod. Oh mein Gott. Und kein Schild. Mistvieh. Yes. Versagt. Nehmt ja. Unser Leben. Ja, das werde ich. So da. Ein kluger Abenteurer geht bei der Erkundung eines Gebiets gründlich vor. Verborgene Stellen bergen. Ja, aber wie? Ich komme da nicht rein. Es sei. Komme ich jetzt vielleicht? Weil ich. Warte mal.
Okay. Ich glaube. Nein, nicht. Keine Ahnung, wie ich das machen kann. Super, und genau den Kill. Wie viel? Wo bin ich? 85%. 5, 10, 15. Scheiße. Wie mache ich das? Ja. Ah, fuck. Was für eine Luft. Wir hassen diese dunklen Höhlen und den fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer. Und obwohl sie schon vor langer Zeit war... Kessel auf dem Hexenfeuer. Aber das muss doch so irgendwie funktionieren, oder? Aha. Ich hab'n. Oh. Skelette brennen gut, das ist nicht gut. Oh Gott. Das ist genau das, was mir fehlt. Ha! Ich wusste. Sehr gut. Was bringt mein Hexentalisman? Nicht vergessen. Und den Kelch! Ich habe Kelch Nummer 2. Ich bekomme neue Waffe. Sehr gut. Das geht mir so hart auf den Sack, dass das so asynchron ist. Kann ich, glaube ich, Shooter vergessen zu spielen über PvP. Das wird, glaube ich, nichts. Das wird, glaube ich, mit dem Shooter nicht. So, was kommt jetzt? Oder war das schon ein Dungeon? Das war schon ein Dungeon? Wirklich? Okay. Schon zurück? Ihr glaubt wohl, ihr habt es schon geschafft. Doch nur ein wahrer Held hat einen Platz im Heldensaal. Seht ihr eure eigene geisterhafte Statue? Erst wenn sie fest geworden ist, seid ihr ein wahrer Held. Ja, das hätte ich mir auch selbst denken können. Mit den Hogen? Ich habe jetzt zwei
Kelche. Hurra! Wusste ich doch! Ihr lasst euch doch nicht von ein paar luppigen Leichen niedermachen! Ah, okay. Zwei Kelch. Komisch, naja, egal. Gut, 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 gut. Dann werde ich gut, dann werde ich hier nach diesem Dungeon und beim Anblick dieser schönen Karte die Aufnahme beenden und beim nächsten Mal machen wir dann weiter beim Bergmausoleum. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.